Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Das neue Schuljahr hat angefangen und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, euch mal zu berichten, was ich eigentlich alles unterrichten werde im kommenden Jahr. Denn ich bekomme immer so viele Fragen, welche Fächer unterrichtest du denn, was machst du denn? Und das hier ist das Video, in dem ich es jetzt einmal alles sage. Und ich wollte auch mit euch teilen, was ich mir so vorgenommen habe fürs neue Jahr, denn es steht einiges an und ich habe mir einfach mal ein paar Ziele gesetzt, in der Hoffnung, dass ich sie auch umsetzen kann. Ja, ich habe mal meinen Kalender hier, um einfach ein bisschen reinzugucken, was alles so ansteht. Und ja, zum einen habe ich natürlich meine eigene Klasse behalten. Also ich habe jetzt eine 10. Klasse, die ich Richtung Abschluss führe und bei denen unterrichte ich Englisch. Und das ist auch etwas, ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, das ist das erste Mal Abschluss. Ich war auf einer Fortbildung, also ich fühle mich ganz gut vorbereitet und ich weiß, was kommt. Ich denke, dass ich da einige Konzepte jetzt auch schon habe, wie wir uns da gemeinsam gut drauf vorbereiten. Und ich hoffe einfach, dass zum Schluss auch gute Ergebnisse für die Schüler bei rauskommen und die Vorbereitung angemessen ist. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass es sehr, sehr viel Arbeit sein wird in Sachen Vorbereitung. Wir haben zwar ein Buch, aber das ist nicht sonderlich gut und wir arbeiten so gut wie gar nicht damit in der 10. Klasse, weil es einfach, ja, es ist ein bisschen zu schwer für die Schüler. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Stunden die Woche da hineinfließen, um die Vorbereitung so gut wie möglich zu machen. Plus auch der erhöhte Korrekturaufwand, also wir schreiben jetzt nur noch quasi Abschlussarbeiten als Klassenarbeiten, also ehemalige Abschlussarbeiten. Teilweise zwar nur so halbe Abschlussarbeiten, aber trotzdem ist natürlich wahnsinnig viel zu korrigieren. Und das möchte ich auch sehr, sehr gründlich machen, dass die Schüler wirklich einen guten Eindruck haben, wie es am Ende aussieht. Ja, dann habe ich meine eigene Klasse auch noch in EWG, also in Erdkunde, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde. Das führe ich vom letzten Jahr fort. Ja, ich muss ehrlich sagen, EWG ist so ein Fach, da ist man sehr frei in dem, was man machen möchte. Also ich denke, das wird ganz gut laufen. Mein Buch ist allerdings immer noch furchtbar veraltet. Also das wird auch vorbereitungstechnisch ein bisschen mehr Aufwand. Ja, dann habe ich noch auch meine eigenen Zehner in Rallye, evangelisch. Allerdings glaube ich, dass aus meiner eigenen Klasse niemand evangelisch ist. Also es ist eine Kombigruppe aus Neunern und Zehnern, weil wir so wenig Evangelische haben. Und ja, ich habe sie noch nicht kennengelernt. Ich weiß noch gar nicht, wie viele ich da wirklich drin habe. Ich weiß nur, es wird eine kleine Gruppe. Aber es sind ganz tolle Themen drin für Klasse 9-10 in dem neuen Bildungsplan. Und ich freue mich richtig drauf, mal diese Stufen wieder in Rallye zu unterrichten. Also Rallye mache ich zwar sehr, sehr gerne, auch bei den Kleinen. Aber die Großen, das ist dann auch nochmal eine nette Abwechslung. Und ich hoffe, dass ich da eine Gruppe habe, mit der man wirklich gut arbeiten kann, die motiviert ist und dass das gut läuft. Dann arbeiten wir uns mal so langsam runter. Die Neuner habe ich, wie schon gerade gesagt, in dieser Kombi-Rallye-Gruppe habe ich die mit drin und ich habe sie in Englisch. Was mich total freut, ist, dass wir tatsächlich eine reine E-Niveau-Gruppe zustande gebracht haben. Also eine Gruppe von nur Leuten, die auf unserem höchsten Niveau, auf dem E-Niveau arbeiten, was eben dem gymnasialen Niveau entsprechen sollte. Und ich bin jetzt mal eben gespannt, wie der Leistungsstand der Schüler ist und ich freue mich darauf, einfach Englisch auf höchstem Niveau mal wieder zu unterrichten. Ja, das kommt dann vielleicht doch wieder ein bisschen an die Gymnasialzeit ran. Und ich freue mich da riesig drauf, weil es auch eine kleine Gruppe ist. Man kann wahnsinnig viel machen. Und vor allem, ich habe jetzt 9. Klasse Englisch schon einmal unterrichtet. Das heißt, ich habe jetzt wirklich einen vollgepackten Ordner und kann es einfach nur noch optimieren. Da freue ich mich drauf, dass ich das erste Mal jetzt die Gelegenheit habe, das, was ich gemacht habe, mal zu überarbeiten, ohne alles von null planen zu müssen. Also ich glaube, das erspart mir einiges an Planungsarbeit. Dann habe ich noch eine Stunde Rallye bei den Achtern. Bin ich auch mal gespannt. Es ist halt schade, dass es immer nur eine Stunde die Woche ist. Da bekommt man leider nicht ganz so viel gemacht. Sie liegt allerdings feiertagstechnisch recht günstig. Also ich hoffe mal, dass nicht allzu viel ausfällt und dass wir ein paar Themen durchbekommen. Aber da bin ich auch mal gespannt. Unsere Rallye-Gruppen, wie gesagt, sind immer sehr, sehr klein, weil wir sehr katholisch geprägt sind und für evangelisch bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig. Aber es ist ja auch schön, so kleine Gruppen zu haben. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Rallye. Die 7. ist, glaube ich, gar nicht dieses Jahr, was ich sehr schade finde, weil ich sie letztes Jahr sehr intensiv kennengelernt habe und jetzt dieses Jahr sie gar nicht mehr habe. Aber die 6. Klässler habe ich dann wieder in Rallye. Da freue ich mich auch drauf. 6. Klasse Rallye habe ich bisher nur am Gymnasium unterrichtet und die Inhalte sind zwar ähnlich, aber ich kann nicht ganz so viel davon nehmen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, weil wir jetzt mit dem neuen Buch weiterarbeiten und ich kenne die Gruppe noch aus dem letzten Jahr. Also es ist eine Weiterführung quasi und ich weiß, dass die eine super starke, tolle Truppe sind von nur, ich glaube, wir sind 10 oder 11 Leute jetzt mittlerweile. Das ist auch sehr, sehr angenehmes Arbeiten.
Ja, und die Sechstklässler habe ich auch noch in Französisch. Das war etwas, da habe ich so drauf gehofft. Mir hat das so viel Spaß gemacht, letztes Jahr Französisch zu unterrichten in der Sechsten. Und ich bin so dankbar, dass sich das ergeben hat, dass ich wieder eine sechste Klasse in Französisch quasi in die Sprache einführen kann. Und es sind 18 Leute aktuell, was eine super Startzahl ist. Und ich hoffe, dass wir mit 10 Leuten am Schluss da rausgehen, die es weitermachen. Das wäre echt so mein Traum. Und ich hoffe, dass ich diese Begeisterung in ihnen wecken kann und ich sie nicht zu sehr fordere. Ich glaube, das war letztes Jahr so ein bisschen das Problem. Ich habe sehr, sehr viel gefordert und es war ein bisschen abschreckend vielleicht. Aber ja, genau. Und dann als letzte Gruppe habe ich noch eine 5. Klasse in Rallye. Das ist auch toll, weil ich das schon mal gemacht habe. Genauso wie 6. Klasse Französisch. Also das sind beides Kurse, die, da kann ich die Ordner rausziehen, einfach nochmal überarbeiten. Das erspart mir sehr, sehr viel Planung. Das ist wirklich jetzt das erste Jahr, wo ich Sachen recyceln kann. Also man sagt ja immer, naja, ihr Lehrer, ihr braucht 5 Jahre, habt ihr alle Klassen mal durch und dann ist das ja easy peasy. Also wenn es in dem Tempo weitergeht, dann brauche ich noch sehr, sehr lange, bis ich alle Klassen durch habe. Es ändert sich ständig was. Jetzt mit dem neuen Bildungsplan hat sich ganz, ganz viel nochmal geändert. Und ich bin einfach dankbar, wenn ich zu irgendwas schon mal irgendwann was gemacht habe und das wieder verwenden kann. Aber in den meisten Fällen, also ich habe bisher eigentlich fast alles von null aufgezogen und komplett neu gemacht. Aber gut, ich bin auch erst im 2. Dienstjahr, also man will ja nicht zu viel erwarten. Ja, das ist tatsächlich alles. Wer jetzt denkt, da fehlen doch noch ein paar Stunden. Ich habe ja noch sowas wie Lernzeitstunden mit meiner eigenen Klasse, in denen ich sie eben bei ihren Aufgaben für die Hauptfächer betreue. Ich habe noch eine Klassenleiterstunde bei meinen eigenen und ich habe noch eine Anrechnungsstunde für eine AG. Ich werde dieses Jahr eine AG machen und was ich ganz toll finde, ich habe absolute Freiheit, wann ich sie mache, in welchem Format ich sie mache. Da wir jetzt das erste Jahr wirklich sowas wie AGs mal austesten. Und ich bin auch inhaltlich sehr, sehr frei. Und ja, ich dachte, ich komme da jetzt einfach mal auf euch zurück, denn ich habe passenderweise eine Video-AG bekommen. Und meine Vorstellung war jetzt erstmal, okay, wir wollten ja mal einen Schulfilm drehen. Vielleicht ist das so die AG, in der man eben einen Schulfilm drehen kann. Aber jetzt meine Frage so an euch, gerade an die Schüler, was würdet ihr von einer Video-AG erwarten? Oder was wäre etwas, wo ihr sagt, ja, da würde ich dann hingehen? Was möchtet ihr da lernen? Sind es eher Sachen wie, filme und schneide ich ein Video oder coole Konzepte oder ja, was fällt euch dazu ein? Was würdet ihr gerne machen? Also da bin ich schon ein bisschen in der Planungsphase, aber mal schauen. Das sind so jetzt mal all die Fächer, die ich dieses Jahr unterrichte. Wie ihr seht, ist es sehr viel endlich mal wieder meine eigenen Fächer, also ganz viel Englisch, ganz viel Rallye. Gut, EWG, das gehört halt jetzt dazu noch im letzten Jahr, das führe ich jetzt noch fertig und eben das Französisch, wo ich mich mega drauf freue, das sehe ich schon gar nicht mehr als fachfremde Belastung, sondern einfach nur als Juhu, ich habe Französisch. Das wird, glaube ich, ein richtig tolles Jahr. Deswegen, ich habe wirklich Luftsprünge gemacht, als ich mein Deputat gesehen habe. Ich bin absolut zufrieden. Mein Stundenplan ist nicht optimal, aber muss ich ehrlich sagen, ich sehe mich nicht in der Position, da zu klagen. Ich finde, wenn man Kinder hat, wenn man jemanden pflegen muss etc., wenn man ein sehr zeitaufwendiges Hobby hat, dann kann man durchaus mal sagen, oh, der Stundenplan, ich brauche schon einen gewissen Rhythmus oder ich muss die erste frei haben, um mein Kind zum Kindergarten zu bringen oder für die Betreuung. Kann ich alles voll nachvollziehen, dass man sich da über schlechte Stundenpläne ärgert. Ich bin halt in meiner Position, ich habe keine Kinder, ich habe jetzt nichts, wo ich unbedingt mittags hin muss. Da möchte ich nicht diejenige sein, die darüber jammert. Also da gibt es Leute, die haben viel eher einen guten Stundenplan verdient. Ich habe halt Montag einen ziemlichen Knallertag mit einer Hohlstunde und einer Mittagspause. Dienstags habe ich eine Hohlstunde, mittwochs eine Hohlstunde, aber dafür habe ich eben auch morgens dann mal öfters frei. Ist jetzt auch für mich nicht so optimal, weil ich finde morgens, ich bin zwar ein Frühaufsteher und ich schaffe morgens viel, aber ich schaffe nachmittags noch viel mehr. Aber das ist jetzt halt so und es ist jetzt kein Drama. Also ich habe 2 Nachmittage, ich finde das geht voll in Ordnung und man kann ja auch in den Hohlstunden in der Schule was arbeiten. Bevor es jetzt zu lang wird, ich habe mir extra auf meinem Handy ganz viele Sachen aufgeschrieben, die ich dieses Jahr anders machen möchte oder auf die ich dieses Jahr einen Fokus legen möchte. Einfach für mich selbst, dass ich so ein paar Ziele habe. Zum einen Englisch. Ich möchte viel mehr die Einsprachigkeit konsequent durchziehen. Es ist jetzt halt schade, dass ich nur die 9. und die 10. Klasse habe. Also bei den 10-Klässlern, da weiß ich mit der Einsprachigkeit, das ist immer so eine Sache, gerade weil wir jetzt auch ganz, ganz viel Grammatik wiederholen werden. Und da habe ich einfach schon im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, es bringt nichts, dass ich da vorne auf Englisch da rumturne und egal wie simpel ich es runterbreche, manchmal muss man bei der Grammatik einfach auf Deutsch zurückgreifen, es geht nicht anders. Und ich hoffe, dass ich aber mehr Einsprachigkeit reinbringen kann, gerade die müssen unbedingt im Hinblick auf die Eurocom, also auf die Kommunikationsprüfung, müssen die sprechen können.
Und das ist mal, das, ja, das kann ich mir zuschreiben. Wenn ich nicht die Einsprachigkeit im Unterricht fördere, dann klar, wie sollen sie in der Eurocom dann ordentlich sprechen können? Also das ist wirklich wichtig. Und in dem E-Niveau, 9. Klasse, die kriegen kein Wort Deutsch. Das erwarte ich dann einfach, da setze ich die Standards wie auf dem Gymnasium. Wer im E-Niveau sein möchte, der muss einsprachig Englisch sprechen. Natürlich mit berechtigten Ausnahmen. Dann, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ich möchte das soziale Lernen viel mehr nutzen. Also soziales Lernen ist unsere Klassenleiterstunde, die heißt Klassenleiter/soziales-Lernen-Stunde. Das ist eben eine Stunde die Woche, die ich mit meiner Klasse habe, zur freien Verfügung. Da gibt es kein Curriculum für und nichts. Und im letzten Jahr war es ganz oft so, wir haben irgendwas organisiert, irgendwelche Zettel eingesammelt, irgendwie sowas gemacht. Und das hat mich so genervt, weil dann in den Wochen, wo dann mal nichts war, da hätte ich dann gern was Sinnvolles gemacht, aber ich habe mich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich habe nicht so die Ideen gehabt, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich war ein bisschen überfordert. Ich habe mir jetzt ein Buch gekauft und ich empfehle es euch, wenn es gut ist, wenn ich es mal getestet habe, wie man eben diese sozialen Lernstunden besser nutzen kann, wirklich mit sinnvollen Themen, die die Schüler weiterbringen. Da werde ich auf jeden Fall drin schmökern, das ist mir ein ganz großes Anliegen, nicht reine Orga-Stunden daraus zu machen, sondern wirklich sozial zu lernen. Denn gerade jetzt 10. Klasse, bald sind sie raus aus dem Schulleben. Ne? Da haben sie sowas eben nicht mehr. Und ich möchte ihnen noch ein bisschen was mitgeben im letzten Jahr. Dann das dritte, was ich mir vorgenommen habe, regelmäßig Vokabeltests. In der 10. müssen wir einen Prüfungswortschatz durchkriegen. Der ist ganz schön happig. Und da habe ich jetzt schon, also den Vorsatz, den setze ich jetzt wirklich schon mal in die Praxis um, indem ich alle 2 Wochen einen Vokabeltest schreibe und die Schüler werden eine Liste bekommen, wann diese Tests sind, dass sie auch wirklich drauf lernen können. Und ich erwarte, dass da gute Ergebnisse bei rumkommen. Bei den 9-Klässlern Englisch muss ich mal schauen, wie ich es mache. Das wird vielleicht nicht alle 2 Wochen sein, aber alle 3 oder so. Weil ich einfach gemerkt habe, die Vokabeln, das muss sitzen. Das ist, da fehlt denen so viel. Ich hatte mich so ein bisschen mental darauf vorbereitet, vielleicht eine kleinere Klasse noch zu kriegen, eine 5. oder eine 6. Und da hätte ich es noch viel wichtiger gefunden. Der Wortschatz, der da nicht gelernt wird, der fehlt später. Ne, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, oder wie das heißt. Was ich auch noch auf dem Schirm habe, ist unser Rallye-Curriculum. Wir haben in den letzten Jahren nicht wirklich evangelische Religionslehre gehabt, sondern das hat der lokale Pfarrer übernommen, was ja cool ist und gut ist, nur dadurch ist nicht wirklich ein Curriculum entstanden, ist es nicht wirklich einheitlich geregelt, was wir überhaupt in evangelischer Religion machen. Und gerade mit dem neuen Bildungsplan, wir brauchen dringend eins. Ich finde es aber auch sinnfrei, das jetzt einfach mal auf gut Glück zu schreiben und dann zu gucken, was funktioniert. Wir haben uns jetzt mal ein Beispiel Curricula orientiert im letzten Jahr und jetzt wollen wir unsere Erfahrung quasi auf Papier bringen. Und das ist so eine Gemeinschaftsarbeit, ja, die werden wir jetzt einfach fortschreiben und da ein Curriculum draus machen. Ich habe jetzt eben dieses Jahr Klasse 5 und 6 in Rallye mit dem neuen Buch. Das heißt, das wird meine Aufgabe sein. Klasse 3 vom letzten Jahr habe ich schon abgeschlossen. Das macht jetzt jemand anders für Klasse 4 weiter. Aber so werden wir nach und nach, werden wir dieses Curriculum aufbauen müssen. Das ist einfach ein bisschen Arbeit, da muss man dranbleiben. Ja, außerdem habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das ein bisschen ambitioniert ist. Ich möchte in diesem Jahr 4 Projekte irgendwie machen. Und mit Projekte meine ich einfach Formen des offenen Unterrichts, irgendeine Art von Projektarbeit. Das kann in Rallye sein, in Englisch, glaube ich, werde ich einfach keine Zeit haben, weil die Bücher so intensiv sind. Also wird wahrscheinlich auf Rallye und Französisch hinauslaufen, dass sie eben ein Produkt erstellen, irgendwie ein Projekt in der Gruppe gestalten. Ich möchte in dem Kontext Methodenvielfalt fördern. Ich möchte sie ein bisschen an Partner- und Gruppenarbeit intensiver heranleiten, an strukturiertes Arbeiten, selbstorganisiertes Arbeiten. Ich weiß nicht, ob 4 Projekte vielleicht ein bisschen zu viel sind, aber 2 wären schon mal ganz schön. Ich hoffe, dass ich nicht am Ende des Schuljahres sage, ja, ich habe für kein einziges Zeit gehabt. Aber mir fielen da schon so ein paar Sachen ein, sowas wie Bibelgeschichten kann man schön umsetzen. Wir haben Thema Bibel auf jeden Fall in einer Stufe, dass man da kreativ was zu macht. Jesus haben wir als Thema, ich denke, da kann man auch ganz viel kreativ zu machen. Wenn ihr Ideen habt oder schon mal in Rallye irgendwas gemacht habt, ihr seht ja, ich habe alles von 5 bis 10 dieses Jahr, außer die 7. Klasse. Lasst mir einfach Ideen da, ich freue mich tierisch drüber. Ja, dann mein nächster Punkt, den ich mir vorgenommen habe, ist natürlich der Abschluss. Also das ist echt was. Da probiere ich jetzt mein ganzes Herzblut reinzustecken. Ich möchte unbedingt, dass die Schüler einen super Abschluss machen. Klar ist natürlich auch noch meine eigene Klasse, ne? Da ist der, die Bindung auch nochmal eine andere und ich möchte umso mehr, dass sie erfolgreich sind. Und da hoffe ich, dass ich sie in Englisch gut drauf vorbereite, dass ich sie bei allem anderen auch gut begleite. Dass es nicht nur um Englisch und ich sag mal meine Performance als Lehrerin geht, sondern dass es insgesamt darum geht, dass sie eine gute Abschlusserfahrung haben, ein gutes letztes Jahr und sie nicht in absoluten Stress geraten und sich nicht völlig überfordert fühlen, sondern gut begleitet. Das wäre so meine Ambition. Aber mal schauen, wie das wird. Vielleicht bin ich ja selber auch einfach gestresst von der ganzen Sache. Wer weiß.
Ja, zum Schluss habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben. Ich möchte mehr im Team arbeiten, beziehungsweise mehr kollegiale Unterstützung suchen, aber auch anbieten. Ich glaube, das ist was, das ist absolut wichtig. Eine Kollegin hat gerade letztens zu mir gesagt, man darf nie vergessen an der Schule, der Kapitän ändert sich immer mal wieder, kommen immer neue Schulleitungen, aber die Crew bleibt über Jahre hinweg die gleiche. Da gibt es wenig Veränderungen und viele bleiben ja ihr Leben lang an einer Schule. Und dann müssen wir gut miteinander auskommen und wir müssen gut miteinander arbeiten können. Und wir haben jetzt 1, 2 neue Kollegen und auch für die möchte ich einfach da sein, denen helfen, sich zu orientieren. Umgekehrt möchte ich aber auch gerade, was jetzt Abschluss und sowas angeht, auf erfahrene Kollegen zurückgreifen, mir da Unterstützung suchen und dass man einander hilft. Denn ja, ich finde heutzutage, man muss miteinander arbeiten, sonst macht man sich kaputt. Ich glaube, dass das auch ein Problem ist, was es in ganz vielen Schulen gibt, dass Lehrer irgendwie dann doch wieder Einzelplayer sind und nicht Teamplayer und einfach für sich arbeiten und ihr eigenes Ding machen und es auch nicht gerne teilen. Und ich glaube, damit müssen wir einfach aufhören. Das ist so viel Stress, den wir gar nicht brauchen. Das ist eine Kleinigkeit zu sagen, hey du, ich habe das letztes Jahr schon unterrichtet, ich gebe dir einfach meine Sachen. Also das ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Ja, so, das war jetzt recht lang und recht viel geredet. Das ist einfach nur mal so mein Ausblick auf das nächste Jahr. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf. Vor allem, ich habe eine sehr größere innere Ruhe als beim letzten Jahr. Ich weiß jetzt einfach, was kommt. Ich habe mich allein gestern schon beim ersten Schultag sehr viel selbstbewusster gefühlt, weil ich genau wusste, wovon ich rede. Ich kenne jetzt die Schule. Also dieses erste Jahr war echt hart und jetzt freue ich mich richtig drauf, durchzustarten und zu wissen, was kommt. Andererseits muss ich auch dazu sagen, die letzten 2, 3 Tage waren richtig hart. Ich bin noch nie so fix und fertig nach Hause gekommen. Nicht vom Stress her, sondern emotional. Wir hatten Konferenztage und die waren einfach sehr, sehr intensiv. Also man muss sich das so vorstellen, nach 6 Wochen entspannter Ferien kommen auf einmal alle wieder auf einen Haufen. Es gibt neue Entscheidungen, es gibt Dinge, die sich verändert haben, es gibt Dinge, über die man diskutieren muss. Und da werden ganz viele kleine Konflikte ausgetragen, da werden Entscheidungen verkündet, die manche nicht gut finden. Es wird immer da irgendwie Reibungspunkte geben. Und das ist etwas, da dann am Schluss rauszugehen und nicht alles mit nach Hause zu nehmen, fiel mir unfassbar schwer. Ich habe jeden noch so kleinen Konflikt an dem Tag mitgenommen. Ich war das irgendwie nach den Ferien, ich war so innerlich entspannt, war das einfach zu viel für mich. Und auch am zweiten Tag war es einfach so viele Entscheidungen, so viele Sachen, man hat eine endlos lange To-Do-Liste, man setzt sich da selber total unter Druck und das ist für die ersten 2 Tage einfach unfassbar viel. Deswegen einfach mal ganz viel Liebe geht raus an alle, die ihre ersten Schultage haben, für die es ähnlich stressig ist. Ich finde, das braucht jetzt einfach nochmal eine Woche, bis ich alle Klassen mal gesehen habe, bis sich alles eingegroovt hat, bis ich weiß, wer überhaupt wo in welcher Klasse sitzt. Bei uns wurden noch ein paar Klassen aufgeteilt und neu eingeteilt und das sorgt erstmal für Chaos und bis sich das alles gelegt hat, bis die neuen Kollegen eingearbeitet sind, bis man alle seine Sachen wieder zusammen hat, bis man überhaupt weiß, was man alles tun muss, das dauert. Und ja, deswegen muss ich auch sagen, heute ist der erste Tag, wo ich mich wirklich wieder ein bisschen fitter fühle. Ich war die letzten 3 Tage so erschlagen. Ich lag abends um 7:30 auf der Couch, bin einfach eingepennt. Nicht von der Menge an Arbeit, sondern einfach vom Emotionalen her. Ich war einfach fertig. Ja, ich glaube, das teile ich auch nochmal gerade am Ende mit euch, denn ihr wisst, ich bin immer eine sehr positive und optimistische Person, aber mein Leben ist auch nicht rosarot und voller Glitzer. Also so Momente gibt es halt einfach auch. Und wer jetzt bis hierhin geschaut hat, dem kann ich jetzt auch noch verraten, dass ich seit vorgestern auf Lebzeit verbeamtet bin und da bin ich echt glücklich drüber, freue mich riesig, das ist einfach nochmal so ein Schritt so, jetzt kann nicht mehr allzu viel passieren, ich habe das in der Tasche und ja, ich freue mich sehr drüber. So, das war jetzt genug Update. Danke, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut.